Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles über Fallout 76. In diesem Video werden wir uns das Card Perk System, was zuerst auf der QuakeCon 2018 präsentiert wurde, ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden es in seine Einzelteile zerlegen und dann Stück für Stück durchgehen. Alle Informationen in diesem Video wurden aus den Ankündigungen herausgezogen und sind deshalb ohne Gewähr. Also falls euch irgendwas nicht passt oder ihr andere Informationen habt, schreibt es mir einfach unter die Kommentare. Vergesst auch nicht, ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um mit noch mehr Fallout 76 Content beworfen zu werden. Um über das Perk-System zu reden, müssen wir einen kurzen Blick auf das Level-System werfen. In Fallout 76 wird es 7 Hauptattribute geben. Die Anfangsbuchstaben jedes Attributes bilden zusammengesetzt das Wort Special, bestehend aus Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck. Schauen wir uns die Hauptattribute einmal etwas genauer an. Als erstes hätten wir da die Stärke. Sie steht für eure physische Stärke und beeinflusst unter anderem, wie viel ihr tragen könnt und wie viel Schaden ihr mit Nahkampfwaffen anrichtet. Als zweites wäre Wahrnehmung. Wahrnehmung beeinflusst, wie früh ihr Feinde bemerkt, auch wenn sie schleichen, und wie präzise eure Waffen im VATS sind. VATS steht für Wall-Tag Assisted Targeting System. Das WATS kennen wir aus früheren Fallout-Teilen und da konnte man einzelne Körperteile von Gegnern anvisieren und das Spiel wurde in eine Art Bullet-Time gesetzt. WATS wird es auch wieder in Fallout 76 geben, allerdings soll es in Echtzeit funktionieren und genaueres hat man noch nicht gesehen. Das nächste Attribut ist die Ausdauer. Sie bestimmt eure Lebenspunkte, den Ausdauerverbrauch beim Sprinten und wie resistent ihr gegen Krankheiten sein werdet. Charisma ist eure Fähigkeit, andere zu führen und ihnen zu helfen. Sie verschafft euch bessere Belohnungen und bessere Preise bei Händlern. Mit Intelligenz skillt ihr euren Hacking- und Crafting-Skill. Beweglichkeit beeinflusst eure Ausdaueranzeige im Watts und verbessert eure Schleichbewegung. Und kommen wir nun zum letzten Attribut, dem Glück. Dazu hatte der Max auf Twitter eine Frage gepostet, was Glück eigentlich skillt. Und die Antwort ist, Glück erhöht eure Aussichten auf besseren Loot und die Chance auf kritische Treffer. Wenn auch ihr Fragen zu Fallout 76 oder irgendwas anderem habt, schreibt sie mir einfach unter die Kommentare. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar auf Twitter posten oder Facebook oder wo auch immer hinterlassen. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Das erste Mal wird man im Level aufsteigen, nachdem man die Vault verlassen hat. Jedes Mal, wenn man ein Level aufsteigt, kann man einen Punkt in eins der 7 Hauptattribute verteilen. Hat man diesen Punkt verteilt, kann man danach noch eine von 3 Karten basierend auf das gewählte Hauptattribut auswählen. Die Karten beinhalten sogenannte Perks, das heißt, sie haben besondere, meist passive Eigenschaften. Die Karten oder Perks kann man je nach Bedarf seinem Charakter hinzufügen oder entfernen. Zusätzlich soll man auch die Perk-Karten jederzeit mit anderen Spielern tauschen oder handeln können. Die Karten haben verschiedene Stufen und mit jeder Stufe wird die besondere Eigenschaft der Karte besser. Der Einsatz jeder Karte kostet je nach Stufe die Anzahl an Attributspunkte, der sie angehört. Insgesamt kann man also pro Attribut nur so viele Karten aktivieren, die zusammen addiert nicht die Maximalstufe des passenden Attributes kosten. Allerdings darf man pro Attribut nur Karten mit einem Gesamtwert von 15 aktivieren. Hat man mehrere gleiche Karten, können diese gegen die nächste Stufe der Karte eingetauscht werden. Normale Karten haben Maximalstufe 3 und besondere Karten Maximalstufe 5. Dieses System könnte einigen von euch schon bekannt sein, es gleicht sich nämlich zu 99% dem aus Warframe. Es soll hunderte von verschiedener Karten in Fallout 76 geben. Sie werden Eigenschaften haben, die euch verbessern oder euer Team. Charisma-Karten zum Beispiel sind hauptsächlich auf Teamplay ausgelegt. So gibt es viele Charisma-Karten, die sich auf das gesamte Team auswirken, aber weniger für das Solo-Play. Zusätzlich gibt es bis Level 10 bei jedem zweiten Levelaufstieg ein Kartenpaket mit 4 zufälligen Karten. Nach Level 10 bekommt man alle 5 Level ein Kartenpaket. Die Kartenpakete sollen komplett zufällige Karten beinhalten, sind also nicht an das Attribut gebunden, das ihr gerade aufgestuft habt. Das heißt, hier können auch besonders seltene Karten gezogen werden, die zum Beispiel das Attribut oder eine Eigenschaft über das Maß normaler Karten erhöht. Unter anderem können diese Karten auch spezielle Mutationen beinhalten, welche einem Spieler besondere Fähigkeiten geben. So wie es jetzt aussieht, soll es wohl kein gültiges Maximallevel geben, aber nach Stufe 50 bekommt
man keinen Punkt mehr zum Leveln eines der Hauptattribute, allerdings sammelt man weiterhin Karten für jede Stufe. Bis Level 50 hat man also insgesamt 50 Attributspunkte, die man verteilen kann, und durch die Karten für das Attribut und die Karten aus den Kartenpacks hat man beim Erreichen von Level 50 insgesamt 102 Karten gesammelt. 50 Karten durch den Levelaufstieg, 20 Karten für die 5 Kartenpacks bis Level 10 und von Level 10 bis Level 50 32 Karten. Und zum runden Abschluss gibt's jetzt nochmal für jedes Attribut 3 Beispielkarten. Für Stärke wäre das zum Beispiel Bare Hands. Schwere Waffen wiegen 20% weniger. Gladiator, einhändige Nahkampfwaffen machen 10% mehr Schaden. Und Sturdy Flame, Munition, wiegt 25% weniger als normal. Die letzte Karte ist ziemlich wichtig, da man in den letzten Teilen von Fallout es nicht gewohnt war, Munition in seine Gesamttragekapazität mit einzuberechnen. Bei Wahrnehmung gibt es Night Person, das heißt zwischen 18 und 6 Uhr morgens wird Intelligenz und Wahrnehmung um einen Punkt erhöht. Green Thumb, 25% Chance auf doppelten Ertrag beim Ernten von Flora. Und Perceptibubble. Perceptibubble lässt ein Signalgeräusch ertönen, wenn wir uns in der Nähe von den bekannten Waldboy-Wackelkopffiguren befinden. Für Ausdauer haben wir Revenant, erhöht den Schadensbonus um 25% nach Wiederbelebung. Professional Drinker, Alkohol macht nicht abhängig. Und Vaccinated, Chance um 60% reduziert, dass man sich bei Kreaturen Krankheiten einfängt. Für Charisma haben wir Bodyguards, dieses erhöht den Schaden und die Energieresistenz für jedes Teammitglied um 6. Partygirl, welches die positiven Effekte von Alkohol verdoppelt. Und Happy-Go-Lucky, welches euer Glücksattribut um 2 erhöht, wenn ihr unter Alkoholeinfluss leidet. Welcher Mensch leidet denn unter Alkoholeinfluss? Für Intelligenz haben wir Grease Monkey, welches das Reparieren von Workshop-Items um 30% günstiger anbietet. First Aid, welches Stimpaks um 10% mehr Gesundheit heilt. Und Scrounger, welches die Chance, Munition in Munitionsbehältern zu finden, um 50% erhöht. Agilität oder Beweglichkeit bietet zum Beispiel Marathoner, welches beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte verbraucht, und Goat Legs, welches 80% weniger Fallschaden macht. Last but not least haben wir Glück. Und da haben wir zum Beispiel Starch Jeans, welches verhindert, dass wir von Radioaktivität mutieren, aber auch verhindert, dass, wenn wir Red Array benutzen, es Mutation heilt. Dazu kommen noch Luck of the Dwarf, welches eine 10%ige Chance bietet, dass die Waffe beim Benutzen repariert wird, und Mystery Meat, welches die Chance bietet, dass beim Benutzen eines Stimpaks essbares Fleisch erzeugt wird. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen, Anmerkungen, Anregungen oder konstruktiven Feedback einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Abonniert den Kanal, um mit noch mehr Fallout 76 Content beworfen zu werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.